Herr de Maizière, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir reden in diesem Kontext immer viel über Härtefälle, und deshalb möchte ich Sie gerne mit einem Einzelfall konfrontieren, den ich kurz etwas schildern muss. Ja, ich meine, das ist der politische Anspruch hier, oder? Wir wollen eine Lösung finden für die Menschen. Wir reden über Härtefälle. Und deshalb möchte ich Sie gerne konfrontieren mit einem Einzelfall, einfach um auch mal darzulegen, wo unsere Probleme liegen. Es ist eine Zwischenfrage. Es ist eine Zwischenfrage. Ich muss den Fall allerdings darstellen, damit ich die Frage formulieren kann. Es geht um eine Familie in Husum. Vater mit minderjähriger Tochter ist. Darf ich den Sachverhalt darstellen, Herr Minister? Frau Kollegin, Zwischenfragen müssen Zwischenfragen sein und keine Redebeiträge. Stellen Sie bitte in einer begrenzten Zeit eine Frage. Ja. Oder Kollege Scheuer, die behauptet hätten, wir hätten. Lesen Sie einfach mal die Geschäftsordnung, da kann man auch Bemerkungen machen, ob es Ihnen passt oder nicht. Die Operation mit der Antifa anstatt Immenau durchführt. Alleine. Dass Sie hier klatschen, zeigt einfach, dass Sie Antidemokraten sind. Und dass Sie jetzt, werte Damen und Herren der AfD, kommen und sich als Retter der Demokratie aufspielen, das ist schon sehr skurril. Ginge es Ihnen von der AfD um die Sache, dann hätten Sie allerdings auch einen hinreichend bestimmten Antrag vorgelegt. Denn bei Ihnen bleibt offen, wer eigentlich die Erklärung unterschreiben soll. Das müssen die Erstantragsteller sein, die schließlich auch später den Gesamtverwendungsnachweis erbringen müssen und dafür gerade stehen. Aber das gehört zu einem ordentlichen Antrag dazu. In Berlin forderte die AfD die Streichung der Mittel der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Rechte wegen ihres beherzten Engagements gegen die extreme Rechte, und da gehören viele von Ihnen dazu, ganz besonders hassen. Amadeo Antonio Kyowa war das erste Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wende. Gegen die Amadeo-Antonio-Stiftung kämpft die AfD, die mit ihr verbündete sogenannte identitäre Bewegung und Rechtsextreme aller Couleur. In Mecklenburg-Vorpommern wollen Herr Müller, Sie die Landes. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von der AfD? Ich glaube, die AfD hatte ausreichend Redezeit, gestatte ich nicht. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Na klar, warum also musste ich das unterschreiben? Sie nicht? Niemand sonst, der staatlich. Was sind denn Ihre Diäten sonst? Die staatlichen. Niemand sonst, der staatliche Mittel. So, Sie streiten wie die Irren und dann machen Sie faule Kompromisse. Herr de Maizière, Sie hätten bei Wikipedia nicht nachschauen sollen bei Kompromiss, sondern bei fauler Kompromiss. Dann hätten Sie auch was anderes hier vorlesen können. Und wenn Sie dann hier sagen, das ist so ähnlich wie in einem Tarifkonflikt, ist es überhaupt nicht. Hier geht es um Menschen. Fragen Sie mal die Leute, die da draußen demonstrieren. Das ist ein unzulässiger Vergleich. Herr Kollege Bartsch, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Kollege Ehren, AfD. Sehr geehrter Herr Kollege, wenn man Sie reden hört, hat man den Eindruck, dass Sie unter dem Aspekt der Menschlichkeit gar nicht genug Menschen in unser Land einwandern lassen können. Ist Ihnen dabei bewusst, dass für jeden Einwanderer in unser Land irgendwo in Deutschland ein deutscher Familienvater oder eine andere Person für diese Menschen mitarbeiten muss? Und sind Sie nicht der Meinung, dass das Geld, was dafür verwendet wird, und wir haben diese Zahl ja eben sehr eindrücklich gehört, dass wir hier in Größenordnung von vielleicht 900 Milliarden Euro uns bewegen werden in den nächsten Jahrzehnten. Sind Sie der Meinung, dass dieses Geld, was Sie hier so großzügig bereit sind auszugeben, wirklich vielleicht Ihr Geld ist? Oder glauben Sie nicht auch, dass das Geld der Steuerzahler ist, mit dem man hier auch mit einer großen Verantwortung umzugehen hat? Dankeschön. Sehr geehrter Herr, Ihren Namen habe ich nicht verstanden, muss ich mir aber vielleicht auch nicht merken. Also, um das ganz klar zu sagen, was Sie hier gerade gefragt haben, geht an der Sache so unendlich vorbei. Wissen Sie, welche Personengruppe es betrifft? Und ich will Ihnen eins ganz klar sagen.
damit das auch einmal, vielleicht begreifen Sie das ja sogar. Für meine Fraktion, für die Linke ist eines ganz klar. Wir wollen für Bedingungen sorgen, dass jedes Kind, egal wo es geboren wird, dort seine Entwicklungsmöglichkeiten entfalten kann und auch später entscheiden kann, wo es hinkommt. Wir kritisieren, dass über Fluchtursachen nicht geredet wird, dass sogar aus Deutschland ein Beitrag geleistet wird zu Flucht und Vertreibung, aktuell in Nordsyrien. Das ist unsere Position, aber nicht eine Fremdenfeindlichkeit, die davon ausgeht, dass möglichst abgeschottet wird und am Ende auf Flüchtlinge geschossen wird, wie das auf Ihrer Fraktion gesagt wird. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Und ich will, nein, das AfD-TV, ich lasse keine Fragen zu. Wir können das machen ohne uns. Und ich finde, bei Familie kann es kein Gnadenrecht geben. Und lieber Herr de Maizière, Sie sagen hier am Anfang, wir sollten doch mal darüber nachdenken, dass es ein bisschen Barmherzigkeit geben soll. Und dann machen Sie lange Ausführungen darüber, was bei Wikipedia über Kompromiss steht. Haben Sie vielleicht mal nachgeguckt, was bei Wikipedia über Familie steht, meine Damen und Herren? Darum geht es doch. Es geht doch nicht um irgendeinen Kompromiss, es geht doch um Familie und Kinder hier. Und Frau Höge, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie das alles dann machen wollen unter der Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention. Das kann man nicht. Man kann nicht ein bisschen die Kinderrechtskonvention berücksichtigen. Die Kinderrechtskonvention gilt, das ist der Unterschied, sie gilt für jedes Kind und nicht für 1000 oder nicht für 1000 plus 97. Für jedes einzelne Kind gilt die Kinderrechtskonvention. Und das ist das Problem, was Sie geschaffen haben mit Ihrem sogenannten Kompromiss, meine Damen und Herren. Ich will von der SPD, ich meine, man kann ja viel darüber reden, auf welche Art und Weise Sie da verhandeln und was uns wahrscheinlich bevorstehen wird. Mit dieser Art von großer Koalition, kleine Koalition, kann man ja nur sagen. Sie knicken ein in der Familienfrage. Du liebe Güte, Sie stellen eigentlich hier sogar immer noch die Familienministerin. Ich frage, wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen? Sie sind noch in keiner Koalition. Sie können heute hier zeigen, dass es Ihnen wirklich um die Familien geht. Sie können heute hier zeigen, indem Sie diesem unsäglichen Kompromiss, den Sie gemacht haben, den Ihre Führung gemacht hat, nicht zustimmen. Jeder Einzelne von Ihnen kann heute entscheiden, ich setze mich ein für die syrischen Familien. Ich setze mich ein dafür, dass jedes Kind das Recht hat, mit seinen Eltern zusammenzuleben. Ich setze mich dafür ein, dass die Frage, was wäre, wenn es mein Kind wäre, beantwortet wird mit ja, ich würde alles tun dafür, dass diese Kinder hierher kommen können. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle ein sehr begrenztes Demokratieverständnis bei Frau Göring-Eckardt fest. Ein sehr begrenztes. Offenbar nur für Menschen, die ihrer Meinung sind. Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen. Und deswegen ist die AfD hier im Deutschen Bundestag, deswegen sind wir drittstärkste Kraft geworden, damit endlich wieder Pluralismus auch in diesen Deutschen Bundestag einzieht. Und Frau Göring-Eckardt, ich finde es armselig, wenn Sie wie ein Bundestagsküken jegliche Zwischenfrage einer Fraktion ablehnen. Ich finde es armselig. Es ist ein Zeichen von mangelnder Kollegialität in diesem Hohen Hause, weil es die Menschen in unserem Lande bewegt. Ich frage, wer ist Familie? Wer gehört zum Beispiel nach Ihrer Auffassung, Frau Göring-Eckardt, zur Familie? Gehört dazu auch die Zweitehefrau? Gehört dazu die Zweitehefrau wie in Pinneberg, wo jetzt ein Syrer den Familiennachzug bewilligt bekommen hat, dass die Zweitehefrau kommen durfte? Es ist unglaublich. Es sind 12 Menschen sind mittlerweile auf Kosten der Steuerzahler unseres Landes, die in Pinneberg dort sind, weil Polygamie ermöglicht wird. Polygamie darf in Deutschland keine Zukunft haben. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Es geht bitte nicht von meiner Zeit ab. Ja, diese Debatte.
Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja. Liebe FDP, Sie müssen sich jetzt mal entscheiden, auf welcher Seite stehen Sie? Wollen Sie in Zukunft weiter Steilvorlagen für die AfD liefern oder wollen Sie endlich mit Macron gemeinsam nach vorne Europa gestalten? Das ist die Frage, um die es hier heute geht. Herr Dommel, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. Schon jetzt hart genug. Frau Bundeskanzlerin, verehrte Abgeordnete dieses Hauses, setzen Sie endlich Zeichen flüchtlingspolitischer Vernunft. Lehnen Sie den Antrag von Grünen und Linken ab. Selbstverständlich, Herr Kollege Baumann, wurde die Redezeit angehalten während der Zwischenfrage. Wenn Sie es nicht glauben, können Sie es gerne kontrollieren. Und im Übrigen hat hier nicht die Frage eine Rolle zu spielen, wer wo in den Urlaub fährt. Dass Sie wissen, wo ich am liebsten Urlaub mache, verwundert mich sehr. Ja, diese Bundesregierung, Frau Merkel, Herr Gabriel, Sie kriegen einfach die Zähne nicht auseinander für eine eindeutige Verurteilung dieses Angriffskrieges. Ich halte Ihr Schweigen für einen Kniefall von Erdogan. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist meine erste Rede. Und ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, wie einfach das ist, hier die deutsche Bundesregierung vorzuführen. Es reicht, wenn ein paar Linke die Worte deutsche Panzer in einen Antrag reinschreiben und schon springen einige über das Stöckchen und diskutieren hier über Rüstungsexporte. Dabei würde es reichen, wenn ein bisschen Recherche würde reichen, um zu sehen, dass Ihr Antrag eigentlich ein Eigentor ist. Denn die vorgetäuschte Ablehnung von militärischer Gewaltanwendung der Linken ist Friedenspopulismus der billigsten Sorte. Die Linke geriert sich hier als Partei des Friedens und täuscht vor, alles Militaristische abzulehnen. Und ich kann Ihnen sagen, wir, und das sind viele hier im Hause, die kommunistische Unterdrückung erleben mussten in der DDR oder so wie ich in einem anderen Land und sogar davor flüchten mussten, wir wissen, dass das Lügen und das Täuschen schon immer zum Repertoire der Kommunisten gehört hat, egal ob sie Lenin, Stalin, Ulbricht oder Honecker hießen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das auch zum Ausdruck gebracht haben, für alle sichtbar, dass Sie sich uniformiert haben, auch mit dem Schal. Allerdings finde ich das unerträglich, dass Sie das mit einem Schal gemacht haben, der in den 30er Jahren von einem glühenden Verfechter Hitlers eingeführt wurde als Uniformierung der Araber, die sich von den Juden abgrenzen wollten. Das ist hier nicht der Boden zur Schau, um zur Schau gestellten Antisemitismus hier zu bringen. Nun, wir kommen zurück zu Ihrem Pazifismus. Zu Ihrem angeblichen Pazifismus. Sie und Ihre Unterstützer finanzieren den Konflikt mit. Im Jahr 2015 hat die interventionistische Linke hier in Deutschland 100.000 Euro für Waffen gesammelt in Rojava. Ein Jahr zuvor hat die antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, im Rahmen der Spendenkampagne Waffen für Rojava, Solidarität mit der IPG, nach eigenen Angaben 119.000 Euro gesammelt für Waffenkäufe. Das ist Ihr Pazifismus. Dankeschön dafür. Anscheinend hat er hier genauso wenig Sorgfalt walten lassen wie beim Thema Maut. Eine beschämende Bilanz, Herr Dobrindt. Leider ist er nicht da. Bei diesem Zeugnis würde ich mir überlegen, ob er überhaupt wieder zurückkommt. Geschäftsführenden, habe ich gesagt. Auch nicht mehr.
Ja, Gott sei Dank, da braucht er auch nicht mehr zurückkommen. Dann habt ihr ihn rechtzeitig entsorgt. Wir stellen, ich könnte es auch so ein bisschen salopp formulieren, wir stellen das Kapital nicht über die Moral. Und mich, ja, mich wundert, dass Sie das tun. Vielen Dank, Frau Kollegin Matschmann. Ich hoffe, dass Sie nur zu Ende und nicht am Ende sind. Wie bitte? Ich hoffe, dass Sie nur zu Ende und nicht am Ende sind. Nein, am Ende bin ich nicht. Herr Kollege. Anscheinend hat er hier genauso wenig Sorgfalt walten lassen wie beim Thema Maut. Eine beschämende Bilanz, Herr Dobrindt. Leider ist er nicht da. Bei diesem Zeugnis würde ich mir überlegen, ob er überhaupt wieder zurückkommt. Geschäftsführenden, habe ich gesagt. Auch nicht mehr. Ja, Gott sei Dank, da braucht er auch nicht mehr zurückkommen. Dann habt ihr ihn rechtzeitig entsorgt.